Sie zuckt mir den Schultern. Ich habe einen gewissen Ruf. Die Leute in diesen kleinen Dörfern sind nicht sonderlich aufgeschlossen. Hast du hier jemanden ermordet? Not yet. Noch nicht. Du hast mir sehr schnell geantwortet. Feindlichst du mir etwas? Plenty. But nothing you need to know. Jede Menge, aber nichts, was du wissen müsstest. Sie wendet sich ab. Bitte lieber über was anderes sprechen. Ihre schwarzen Augen kritzen gegen ihre Augenhöhle, als sie dich anblickt. Wegen Durgards Just Batterie. because I'm made of metal don't mean I got any special fondness for smiths and forges. Ich bin vielleicht aus Metall, aber deswegen habe ich noch keine besondere Vorliebe für Schmieden und Essen. Sie schnippt gegen ihre bronzenen Unterarme. Es ertönt ein misstönendes Scheppern. Weißt du etwas darüber? No more than what Galvino already told you. Nicht mehr als Galvino dir schon gesagt hat. Hast du Vorschläge, welche Dorfbewohner ich mir ansehen sollte? For fancy dwarven poetry? None of them ever struck me as especially literate. So whichever you can stand to get close to. Hochgestochene Zwergenpoesie. Mir kam bisher keiner von denen sonderlich belesen vor. Also einfach irgendeinen, in dessen Nähe du es aushältst. Sie zuckt scheppernd mit deren Schultern. And that's on you. I lost my sense of smell 13 years ago. Und das liegt an dir. Ich habe meinen Geruchssinn vor 13 Jahren verloren. Also ja, sie riecht nichts mehr. Erinnerst du dich an die anderen Experimente, an die anderen Expeditionen, die zu Galvino kamen? Yeah, nothing specific. Everyone looks about the same when they got their fingers up their noses. An keine Einzelheiten. Irgendwie sehen alle Leute gleich aus, wenn sie die Finger in der Nase haben. Weil sie aus Langeweile in der Nase wohnen oder weil sie sich wegen dem Gestank die Nase zuhalten. Sie hält hin und denkt nach. Da bewegt sich der Kopf plötzlich ein kleines Stück nach vorne, als ihr etwas klar wird. Only the last group, one before you. There was something different about them. Nur die letzte Gruppe, unmittelbar vor dir. Sie waren irgendwie anders. Drei ihrer Finger verkrampfen sich. Couldn't put my finger on it, but they was dangerous. Almost felt the hair on the back of my neck. Ich kann nicht sagen, was es war, aber sie waren gefährlich. Ich habe fast die Haare im Nacken gespürt. Sie fährt sich mit der Hand über die glatte, segmentierte Bronze ihres Nackens. Das habe ich noch bei keinem anderen empfunden, der durch Galvinos Tür getreten ist. Vergiss Murder, es. Tracking and the best materials for kindling. Those are more my area of expertise. Mord, Leute aufspüren, Feuer machen, darin bin ich geschickt. Wie war dein Leben vor dem Krieg des Heiligen? There weren't much to say about it. By my reckoning, that means it was pretty good. Es gab nicht viel darüber zu sagen, aber das heißt wohl, dass es gut war. Sie nickt nachdenklich. Ma was a trapper, taught me to set snares and dress game. Mutter war Fallstellerin. Sie hat mir beigebracht, Fallen zu stellen und Wild auszuweichen. Dad was a tinker. I never had his patience, but it were fun to watch him work. Vater war Kesselflicker. Ich hatte nie seine Geduld, aber es hat Spaß gemacht, ihm bei der Arbeit zuzusehen. My brothers and sister, they was good folk too. Part of me's glad they ain't here to see me now. Meine Brüder und Schwester, sie waren auch anständige Leute. In gewisser Weise bin ich froh, dass sie mich nicht so sehen müssen. Ihr Gesicht ist emotionslos wie immer, aber ihre Essenz windet sich. Sie wendet sich ab. Das ist alles. Okay, wir wissen nichts Neues für ihre Quest. Ja, sie hat geleugnet, jemals jemanden in Storwark getötet zu haben, aber ich weiß nicht, ob ich ihr glauben kann. I'm here. Naja, wir bewegen uns ja jetzt im Dorf herum und reden mit den Leuten. Mal sehen, was so passiert. Weil wir müssen ja jetzt jemanden finden mit der Zwerg. Zwergenseele. Sobald wir geladen haben. Ich dachte nicht, dass ich dieses Dorf vermissen würde. Bis da lag ich richtig. Please tell me you found it. I've got a craving like you wouldn't believe. Ja, sag mir, dass du es gefunden hast. Mein Verlangen danach ist groß. Es ist nicht zu beschreiben. Absolutely. Du hast diese Mörderin nach Stormwood gebracht. Bist du wahnsinnig? Ich suche noch immer jemanden. Nun gut. Okay. Dann gehen wir mal zur Bürgermeisterin wieder rein. Vielleicht ist sie oder ihr Sohn erweckbar. Und vielleicht kann ich hier auch noch von dem Swef berichten. I take it you've met Galvino. Ja, ihr die Swef-Lieferung gebe. Ich habe Beweise, dass Fera, die in der Gräfenrasse abgestiegen ist, Swef schmuggelt. We've had smuggling problems out here for decades.
Legitimate business dies out and criminal rackets seize the roads like brambles. Wir haben hier seit Jahrzehnten Probleme mit Schmugglern. Der legale Handel versiegt und kriminelle Organisationen reißen die Straßen an sich. Sie nimmt das Päckchen und hält sie in die Luft wie eine Jagdtrophäe. Isn't easy to separate the crooks from the genuine merchants. Or travelers. Or adventurers. Es ist nicht leicht, die Gaune von den ehrlichen Händlern zu unterscheiden. Oder Reisen oder Abenteuern. Sie lächelt dir leicht zu. But you've done good work. And I thank you for it. Take this. Aber du hast gute Arbeit geleistet und dafür danke ich dir. Nimm das. What's on your mind? Was hast du auf dem Herzen? Ihre Seele erforschen. Dein Bewusstsein legt sich unter Renegades Haut ruhig nieder. Du blickst durch ihre Augen auf vergilbte Erinnerungen. Du stehst im Wirtshaus. Es ist drückend heiß. Doch es ist nicht die vernachlässigte Feuerstelle, die dir den Schweiß in die Poren treibt. Es ist die Körperwärme so vieler zorniger Dorfbewohner. Dein Mann wartet an der Tür, so weit entfernt von der Versammlung, wie es nur möglich ist. Auf dem Arm hält der Ulrich mit roten Wangen und vor Furcht weit geöffneten Augen. Zusieht, wie die Erwachsenen sich streiten. Die war dir bewusst gewesen, wie sehr deine Nachbarn stinken. Wie sie aber in diesem Raum zusammengefertigt sind, steigt etwas Faules, Abstoßendes von ihnen auf. How much did the old snake pay you, Sina Hiod? Wie viel hat die alte Schlange dir gezahlt, Sinehod? Es ist Grinde, der Oberfischer, der mit einem Finger zornig in den hinteren Teil des Raumes deutet. Sinehod, der ehemalige Bürgermeister, windet sich in einer Ecke, in die er durch die vorwurfsvollen Blicke des gesamten Dorfes gedrängt wurde. Ah, die Augen, es sind grausame animalische Augen. Sie beobachten Sinehod mit der tumpen Fresssucht von Schweinen, die auf ihren Futterdruck starren. Die wird schlecht bei dem Anblick, noch unerträglich ist aber Sinehod selbst, wie er sich aus seinem eigenen Lügennetz zu befreien versucht. Maestro Galvino and I came to an agreement. It was for the good of Stalwart. I thought... Maestro Galvino und ich trafen eine Vereinbarung. Er muss schlucken. Es war zum Wohl des Stalwarts, ich dachte... You thought you'd let a killer walk among us? Eine Frau in der Menge ballt ihre Faust in der Luft. Du dachtest, du würdest eine Mörderin in unserer Mitte freilassen. Die Menge stimmt dir lauter als zu. Was als kollektives Gemurmel begann, schwült zu einem regelrechten Gewitter an. Du legst zurück zu deinem Mann. Er flüstert Ulrich etwas zu, aber als sie eure Blicke treffen, fleht er dich stumm an. Let's go. Lass uns gehen. Ein Geräusch am Ende des Raumes lenkt dich ab. Jemand hat eine Kartoffel geworfen und Sinehod reibt sich das Kinn. Du wirst sie gerne anschreien, diesen Unsinn und diese Verschwendung zu lassen, aber du weißt, dass es erst der Anfang ist. Stalwart will Blut sehen und Galvino und sein Schrecken waren längst so klug zu fliehen. Du drehst dich wieder um, dein Mann winkt dir auffordernd zu, was aber deinen Atem stocken lässt, ist Ulrich. Seine kleinen Augen blicken wie gebannt auf die wütende Menge. Seit du von diesen grauenhaften Säuberungen gehört hast, wusstest du, dass er eines Tages so etwas mit ansehen würde. Aber müsste es so früh sein, das war es, was diese teuflische Frau in den Wahnsinn getrieben hat. Und nun sind seine kleinen Augen groß genug, um das ganze Bild zu erfassen, und er sieht dich als Teil davon. Du willst gehen, aber wenn du jetzt gehst, wird sich der Junge daran erinnern, an Feigheit und Wahnsinn. Das wird er mit Menschen verbinden, mit Stalwart, mit dir. Die Leute um dich herum drängeln und bellen vor Zorn. Sie sind gefährliche Tiere, aber sie sind Tiere. Sie müssen nur geführt werden. Als bahnst du dir einen Weg ans andere Ende des Raums, wo Sinehod in einer Pfütze seiner eigenen Pisse zittert. Enough. Genug, deine Stimme kocht aus deiner Kehle hoch. Die anderen verstummen und blicken dich an. Sie hören zu mit blindem Vertrauen, als du Sinehods Todesstrafe umwandelt, sie die Verbannung. Niemand widerspricht dir, als du erklärst, dass er allein aus diesem Dorf marschieren wird, in irgendeinen jämmerlichen Weiler, der bereit ist, ihn aufzunehmen. Die Stimme stummt zu, als du erklärst, dass ihre Hände zu sauber sind, um sich mit ihm abzugeben. Aber hinter ihren Augen ist noch etwas anderes zu sehen, ein Keim des Vertrauens und der Abhängigkeit. Du spürst, wie es um dich herum wächst, wie es dich umschließt wie eine Perle Sand. Du wolltest nur Sinehods Leben verschonen, nicht seinen Posten übernehmen. Aber du siehst so viel Angst in ihnen köcheln. Angst vor Gottmenschen, die durch die Berge streifen. Angst vor Dürrwäldern und ihren Säuberungen. Angst davor, den langsamen und einsamen Tod einer Geisterstadt zu sterben. Und du siehst ihre beruhigte Dankbarkeit in Ulrichs Augen Ausdruck wieder. Vielleicht hat dieses Dorf keine Hoffnung, aber dir wird klar, dass du es ebenso wenig im Stich lassen kannst wie deinen Jungen. Nur einer sieht dich nicht an. Dein Mann. Er schüttelt den Kopf, die Augen auf die Tür gerichtet.
Du ziehst dich aus Renegades Erinnerung zurück. So plastisch sie auch sein mag, sie hat nichts mit Durgas Batterie zu tun. Du siehst aus wie jemand, der ein Geheimnis kennt. Ihre kalten Finger umklammern deinen Arm. Ihre schwarzen Augen mustern dich prüfend. My, but it's gotten warm in here. Ui, ist das plötzlich warm hier. Er lacht betreten. What's on your mind? Was hast du auf dem Herzen? Leb wohl. Something else you need? Du brauchst doch etwas. Seine Seele lesen. Du greifst in Ulrichs Essenz und starrst plötzlich auf einen Zaunpfahl, der in einer schmutzigen Pfütze aus gefrorenem Schlamm liegt. Schnee sammelt sich um deine Beine und tropft in deine Stiefel. Selbst durch mehrere Schichten Felle hindurch spürst du den kalten Wind. Du hältst einen Holzmeißel in der Eidtaubenhand, einen Hammer in der anderen. Du kniest dich über den Zaunpfahl und machst dich ans Werk. Stunde um Stunde hämmerst du vor dich hin. Die Werkzeuge werden schwer, dein Atemkristall klar an der Luft und raubt dir die Sicht. Du siehst dich nach einer besseren Arbeit, du bist zu sehr viel mehr fähig. Aber in Starwood baut niemand mehr Häuser. Der letzte Tisch, den du geschreinert hast, wurde in die Fischerei gestellt. Fischinnereien bedecken die feinen Schwalbenschwanzverbindungen, die du mühsam gefertigt hast. Nun reparierst du die Palisade, weil es eben nötig ist. Der Meißel rutscht ab, knapp neben deiner Hand. Du keuchst erschrocken auf, aber du hebst eine Hand und siehst zu deiner Erleichterung alle fünf Finger wackeln. Du musst fort aus dieser Stadt. Du ziehst es aus Ulrichs Seele zurück. Er starrt noch immer offen in das Feuer, offenbar ebenfalls tief in seinen Erinnerungen verloren. Didn't think there was anything more than lice and hoarfrost to these folk, but you had a look back there. Ich hätte nicht gedacht, dass es an den Leuten hier mehr zu entdecken gibt als Läuse und Trauerreife, aber du hast einen Blick riskiert. What do you find when you're rooting around like that? Was findest du, wenn du so herumwühlst? Das Gewebe einer Seele, Dinge, die ich lieber nicht sehen würde, nichts Wichtiges. Meistens die schlechten Entscheidungen anderer Leute, Läuse und Trauerreife hauptsächlich. Du interessierst dich plötzlich sehr für diese Dorfbewohner, warum? Das Gewebe einer Seele. And I'll bet you could do the same to anyone in this village. Easy as looking at him. Ach ja, und ich wette, das könntest du mit jedem diesem Dorf tun, indem du sie einfach anblickst. Sie blickt dich eindringlich an. Du interessierst dich plötzlich sehr für diese Dorfbewohner. Warum? Mayhap I'm looking for someone. Woodcutter by the name of Harmka. Ihre Augen rutschen in ihren Höhen hin und her. Vielleicht suche ich nach jemandem, einem Holzfäller namens Harmke. Warum willst du ihn finden? So I can kill him. Wrap my fingers around his throat till he's as cold as his wretched village. Damit ich ihn töten kann, meine Finger um seinen Hals legen, bis er so kalt ist wie sein jämmerliches Dorf. Ihre Finger ballen sich zu Fäusten, das Metall quietscht und rattert. He was one of them. The mob that destroyed Cold Morn. Er gehörte zu ihnen, zu dem Mob, der Kaltmorn zerstört hat. I tracked him to Stalwart years ago, but got caught before I could finish my business. Ich habe ihn vor Jahren in Stalwart aufgespürt, aber wurde erwischt, ehe ich ihn erledigen konnte. Dunkle, funkelnde Wirbel erscheinen auf ihrer Brustplatte und verblassen wieder. Ihr Metallpanzer strahlt Hitze aus. Das klingt, als würde mehr dahinter stecken. Mit diesem Mann ist etwas Persönliches. Ich soll dir helfen, jemanden zu ermorden. Es ist 13 Jahre her und du bist immer noch hinter ihm her. Ich helfe dir. Sag mir, was ich über ihn wissen muss. Nehmen wir mal die Eins. This man, Harmka. I saw him outside my house the night it burned. Staring into the flames, the way I seen you stare into souls. Dieser Mann, Harmke, ich habe ihn vor meinem Haus gesehen, als er es abbrannte. Er stand in die Flammen, so wie ich ihn sehen habe, starren sehen. Ihre Fäuste ballen und lösen sich immer wieder schnell. I knew it were a fool's errand trying to hunt down every man and woman that carried a torch into Cold Morn. But I... Ich wusste, dass es sinnlos war, jeden Mann und jede Frau zu jagen, die damals eine Fackel nach Kaltenburg getragen haben. Aber ich, sie dreht den Kopf hin und her und hebt eine Hand. Die Friedigal gravierte Handfläche ist leer, aber greift nach etwas. If I knew I got the one responsible for my kin and my hearth, I might could rest easy. Aber wenn ich den bestrafe, der für meine Familie und mein Haus verantwortlich war, dann hätte ich endlich Frieden. Wie kannst du dir so sicher sein, was dieser Hamke getan hat? I took a good long look that night. Ours was a little place with a yellow door, right on the edge of town. He was there. Ich habe ihn mir in jener Nacht lange und gut angesehen. Wir wohnten in einem kleinen Haus mit einer gelben Tür am Rand des Dorfes. Er war dort. Sie nickt langsam. Besides, I asked around when I first got to Stalwart. Townsfolk said that all the woodcutters in town took part in the purge.
Außerdem habe ich mich umgehört, als ich zum ersten Mal nach Stalwart kam. Die Leute sagten, dass alle Holzfäller der Stadt an der Zerstörung von Kaltburg beteiligt waren. Point of pride for them. Das war eine Frage des Stolzes für sie. Eine kleine Raumfolge steigt aus einer Schmiedenaht in ihrem Schädel auf. Was hat das mit mir zu tun? I told you he was part of the mob. I spotted him watching my house when it burned. Wie schon sagte, er war Teil des Mobs. Ich habe ihn gesehen. Er hat mit angesehen, wie mein Haus abbrannte. When we find him, I want to know if he's the one responsible for my home, my parents and my brothers and sister. Aber wenn wir ihn finden, will ich wissen, ob er für mein Haus verantwortlich ist, für meine Eltern, meine Brüder, meine Schwester. Sie reibt sich abwesend mit einem Daumen an einem Kratzer auf ihrer Hand. Ich hätte nie gedacht, dass einmal sicher. Ich hätte nie gedacht, es einmal ganz sicher wissen zu können. Aber du kannst in eine Seele blicken und es herausfinden. Immerhin bist du Wächterin. Ich werde tun, was ich kann. Mighty fine of you. Mighty fine indeed.